Hallo und herzlich willkommen zu unserem Lumix Experten-Talk. Ich bin Osman Begdeler von Panasonic Deutschland und neben mir sitzt Sebastian Armer. Sebastian, am besten du stellst dich mal kurz vor, bitte. Ja, mein Name ist Sebastian Armer. Ich bin Multicopter-Pilot, Kameramann und Fotograf. Ja, das hört sich sehr imponierend an. Ich weiß, dass du mit unseren Kameras arbeitest, aktuell auch mit der GH5, GH5S, mit dem gesamten Sortiment auch rundum glücklich bist. Aber erzähl doch mal, wie bist du denn zu den Lumix gekommen? Ja, also ich hatte halt beruflich die Chance, 2014 in Dubai zu sein. Und dort sind wir das erste Mal mit der GH4 an einem Multicopter geflogen. Was du wissen musst, ich meine, du weißt das natürlich, die GH4 war damals das erste Modell, was 4K intern aufnehmen konnte. Und das war für uns als Multicopter-Piloten natürlich die Offenbarung, weil du auf einmal diese gute Qualität und gute Auflösung in der Luft hattest. Was wir da zum Beispiel benutzt haben als kleines Beispiel ist dieses Leica 15mm Objektiv. Also wenn man das jetzt kombiniert mit der GH4, hat man so ein schönes, kleines, kompaktes System. Das ist relativ leicht und wie du vielleicht weißt, Gewicht und Flugzeit stehen direkt in Relation und damit auch in Geld und Budget. Ganz genau so sieht es aus. Für uns war das natürlich dann interessant, als dann der Nachfolger angekündigt wurde, die GH5. Ja. Ne, da war dann für mich so, okay, das ist interessant, weil Panasonic war für mich immer schon Vorreiter. Ja? Und da haben wir natürlich dann auf die GH5 gewartet. GH5 wurde angekündigt. Da wurde auch wieder kein Wunsch ausgelassen. Ein vollwertiger HDMI-Port, ne, für externe Aufnahme. Ja, ganz genau. Zwei Kartenslots. Wichtig, Backup. Ja, ganz genau. Du weißt, wie das läuft. Ja? Super interessant. Ja, der stabilisierte Sensor. Der Kamerastabilisator, jawohl, ja. Der war dann wieder eine Geschichte, die unfassbar interessant sind, gerade auch für den Bereich Video. Ja. Dann kam die Ankündigung der G9 oder die ist neu erschienen. Vielleicht kannst du, die ist ja mehr fotoorientiert, vielleicht kannst du was dazu sagen. Ja, gerne. Die G9 ist tatsächlich etwas mehr fotoorientierter als die GH5 oder die GH5S. Die beiden anderen haben ja noch die Möglichkeit, unbegrenzt aufzunehmen. Das ist für dich sicherlich auch sehr interessant, damit die Drohne nicht die ganze Zeit immer rauf und runter kommt. Aber die G9 ist, um das nochmal aufzuwerfen, ist tatsächlich eigentlich mehr mit Fotoattributen ausgestattet. Was mir da besonders, also relativ spontan auch einfällt und auch sehr, sehr gut auch auffällt, ist das Thema mit dem Sucher. Ich als Brillenträger habe da immer so meine Problemchen und da ist wirklich der größte Sucher in der G-Klasse eingebaut mit einem Faktor von 0,83. Wir haben noch ein Status-LCD-Display oben rechts. Das kennt man noch vielleicht von der Spiegelreflexfotografie, um da so ein bisschen auch den Einstieg nochmal zu erleichtern. Übrigens super toll, was man Informationen auch noch ablesen kann, ohne durch den Sucher gucken zu müssen. Dann haben wir dort den besten Bildstabilisator im Kamerabody überhaupt eingebaut. Die Kamera ist natürlich auch wetterfest und was mir zwei Dinge auch noch besonders einfallen, ist der High-Resolution-Shot. Das heißt also, wir können einzelne Bilder schießen mit 80 Megapixeln, wenn ich das möchte. 80 Megapixel, ja. Und sie hat natürlich auch noch einen USB-Eingang, der eben einzigartig in der Kategorie bei uns dann auch mit über eine Powerbank zum Beispiel mit Strom versorgt werden kann. Das ist also auch nochmal ein Attribut, wo ich mir als Naturfotograf oder als Tierfotograf, der ständig draußen ist, auch sehr, sehr viel ja, da nochmal abgewinnen kann. Ne? Mhm, ja. Allerdings muss man auch dazu sagen, jetzt habe ich viel über Foto gesprochen, die haben natürlich auch Videoattribute, so ist es ja nicht. Also eine Kamera, die kein Video kann, das gibt es bei uns gar nicht. Ja? Also lass mich überlegen, nee, gibt es wirklich nicht. Ja? Also wir haben auch da 4K mit 30 Bildern pro Sekunde, wir haben auch da Zeitlupenaufnahmen. Ja? Also das sind schon so Dinge, wo wir auch gute Videofunktionen mit dabei haben. Aber eben eine GH5 ist einfach als Hybridmodell irgendwo genau dazwischen drin und eine GH5S ist einfach deutlich mehr an videoorientierte Kunden auch dann gerichtet, so dass wir eigentlich im Trio-Modell quasi in der Speerspitze keine Speerspitze haben, sondern eigentlich einen Dreizack, muss ich sagen. Ja? Also wirklich drei Top-Modelle für alle drei Attribute, die man so brauchen kann. Eigentlich ein tolles System. Ja, du hast gerade schon die GH5S erwähnt. Die kam ja dann nach der G9. Ja. Das war für mich sehr überraschend, weil ich war eigentlich einen anderen Rhythmus gewohnt an Veröffentlichungen oder ne, an Neuerscheinungen. Ja. Aber da hat dann Panasonic tatsächlich ist auf die Wünsche eingegangen, die tatsächlich der Videograf haben möchte und hat dann ein spezielles Videomodell rausgebracht. Ja. Und da sind wir dann bei dem Dreizack. Ja. Also da haben wir dann so Sachen wie 240 Frames pro Sekunde, ja. Duale native ISO. Ja, die ist ja dann im Lowlight so gut geworden. Das sind halt alles Sachen, die dann wirklich videospezifisch sind. Und ganz ehrlich, die G9 habe ich noch nicht ausprobiert. Vielleicht können wir da ja mal was machen, dass ich die auch mal zur Verfügung habe. Wer weiß. Ja, können wir vielleicht heute noch einen Antrag stellen. Können wir uns mal anschauen. Ja. Ja, aber grundsätzlich ist es das Einzige, was ich nur schwierig finde bei der ganzen Sache, ist eigentlich wirklich gemein. Man muss ja eigentlich alle drei Modelle besitzen, ja? Für was entscheidet man sich denn? Also ich darf das ja gar nicht laut sagen. Also ich habe alle drei Modelle auch zu Hause. Ich sage auch nie jemandem, wo ich wohne, also beruflich bedingt, ja. Aber auch wenn ich fotografieren gehe oder filmen gehe, da überlege ich natürlich auch wie du, was nehme ich denn da tatsächlich mit? Alle drei, muss ich ehrlich sagen, nehme ich in der Regel selten mit, aber wenn, dann doch zwei. Und das ist natürlich das Thema, ist einfach Gewicht, weil da kommen ja auch noch Objektive noch mit da dazu. Ich habe zwar schon einen Rucksack, aber der muss jetzt nicht unbedingt schwerer sein, als er eigentlich muss. Und das Thema Gewicht ist ja für die Drohnenfotografie oder Videografie ja auch immens wichtig, oder?
Ganz genau. Man kann es quasi direkt übersetzen. Gewicht ist gleich Flugzeit und dann auch damit Effektivität. Und da muss man halt auch sagen, dass grundsätzlich das Micro-Four-Third-System relativ klein und kompakt ist. Ja? Und jetzt mal als Beispiel, wenn wir uns jetzt hier eine Linse nehmen, das wäre jetzt eine Linse, die wir zum Beispiel auch an unserem Multicopter benutzen. 15 mm Leica-Objektiv. Ja. Ich meine, guck dir das mal an vom Formfaktor her. Da ist also für mich das Gesamtpaket ist halt diese Kompaktheit. Das ist erstmal perfekt für mich, um in die Luft zu bekommen. Aber grundsätzlich, was für mich ausschlaggebend ist, wenn ich diese Kamera in die Hand nehme, die Ergonomie funktioniert. Ich habe dedizierte Knöpfe, ja, um diese wichtigsten Funktionen zu benutzen. Ja. Dann habe ich ein Menü, eine Menüführung, die funktioniert, wo ich mich wohlfühle, wo ich mit zurechtkomme. Kannst du auch so einstellen, wie du magst, ne? Ganz genau. Ich kann ein eigenes Menü mir erstellen. Da sind so viele Punkte drin, da muss man erstmal durchsteigen. Ja. Aber ich kann mir sogar ein eigenes Menü machen. Ja. Und das, was wirklich auch toll ist, was ich auch so in der Form noch nicht vorher gesehen habe, ist die Image-App von Panasonic. Mit der App kann ich die Kamera steuern, ja. Ich kann Start, Stopp, ich kann sogar zoomen etc. Ich habe volle Kontrolle. Also ich habe sogar einen Vorschau-Monitor mit der App. Ja. Ne? Also das funktioniert sehr zuverlässig, ne? Der funktioniert relativ zuverlässig. Und da muss ich sagen, da für mich passt einfach das Gesamtpaket. Ich bin also wirklich zufrieden. Ja, das freut mich zu hören. Zumal das Objektiv, das du da jetzt gerade angesprochen hast, das 15mm 1.7, das Leica, das ist ja super kompakt und leicht. Wir haben in Summe ungefähr über 35 Objektive sind es, glaube ich, für das gesamte System. Du sagst immer gerne native Linsen dazu. Also neudeutsch gesagt heißt das dann quasi, wir können die Objektive direkt dran schrauben, ohne dass wir einen Adapter dafür auch dann brauchen. Ja? Und in Summe sind das dann insgesamt schon sehr kleine, leichte, handliche, aber richtig knackig scharfe Objektive und das Sortiment passt da auch sehr, sehr gut. Und wenn du über das Sortiment jetzt auch so glücklich bist, ich weiß ja, ich glaube, ich darf das sagen, du reist, glaube ich, bald nach Bali. Ne? Du musst ja dort einen Job machen und da reist du ja auch durch verschiedene Klimazonen. Ja, das hat sich halt durch meinen Berufsleben Gott sei Dank tatsächlich durchgesetzt, dass ich viel unterwegs bin. Und da wechsle ich auch die Klimazonen halt. Wie gesagt, ob ich jetzt in Dubai bin, bei 45 Grad im Schatten oder in den Bergen bin, um dort Snowboardfahren aufzunehmen bei minus 10 Grad. Also Wetterfestigkeit bietet diese Kamera. Ja. Und da ist es halt wichtig, auch für mich, damit ich eine verlässliche Kamera habe. Und auch da muss man sagen, die nativen Linsen oder Leica Lumix Objektive, die sind dann halt auch teilweise wetterfest. Und damit habe ich dann wirklich ein komplettes wetterfestes System, wo ich mich immer darauf verlassen kann. Also klasse Angelegenheit, ich bin glücklich. Ja, was kann ich mir denn mehr wünschen, als einen rundum glücklichen Sebastian hier zu haben, der mit unserem kompletten System, mit unserem Sortiment so super glücklich ist. Ja, vielen Dank. Ja, das war schon unser Lumix-Experten-Talk zum Lumix-Highlight-Sortiment. Vielen Dank. Panasonic.